Jo Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Benny. Im gestrigen Video oder beziehungsweise im letzten Video, je nachdem wann du das hier natürlich schaust, habe ich versucht, diese ganzen Bausteine zur Baustelle zu bringen und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, denn ich versuche jetzt genau diese Bausteine einmal unfallfrei möglichst zur Baustelle zu bringen. Ob mir das gelingt, ich weiß es nicht. Ich versuch's und hoffe einfach, dass es doch klappt. Das wäre zumindest sehr schön, weil noch einen Unfall hier in der Kurve können wir uns jetzt nicht erlauben. Sonst müssen wir vielleicht mal eine Geschwindigkeitsbegrenzung einführen. Wir können die Geschwindigkeit gleich auf der geraden Strecke auch einmal ein bisschen anpassen. Aber so wie das bisher ausschaut, sieht es ganz gut aus. Weil die sollen ja auch nicht kaputt gehen. So. Okay, 20 km/h, also so 50 km/h mehr würde ich tatsächlich hier nicht fahren wollen. Ich will mal schauen. Bei 40 lässt mein Herz gerade schon in die Hose rutschen. Weil das ist doch auch schon eine Geschwindigkeit, wo ich sagen muss, ja, ist okay, ist okay. Okay, so. Fahren wir einmal hier vorbei. Dann haben wir es gleich auch schon geschafft und können tatsächlich auch schon mit den ersten Maßnahmen beginnen, hier den Grundriss umzusetzen. Weil ich habe da eine gewisse Idee. Jetzt müssen wir ein bisschen langsamer werden hier. Dürfen aber nicht abrupt abbremsen. Machen hier schon mal den Warnblinker an. So, prima. Okay, super. Das sieht soweit ganz gut aus. Dann können wir hier einmal die Spanngurte entfernen. Am schnellsten geht es über die Taste L. Auch wenn das jetzt nicht viel gebracht hat, den Smart fahren wir mal eben ein bisschen an die Seite. Der steht hier voll im Weg, wie ich finde. So. Den parken wir mal hier hinter. Und dann passt das auch. Gut. Okay. Jetzt werden wir Folgendes machen. Wir werden hier mal die Steine an die Seite stellen. Schon sagen, am besten so, wartet, dass das auch passt. Ja, prima. Dann stellen wir das noch hier mit hin. Oh, Vorsicht. Gut, dann haben wir hier schon mal ein paar Bausteine stehen. Und jetzt kommen dann hier diese Riesensteine. Die stellen wir mal direkt hier neben. Können wir von mir aus hier hinstellen. Also wie gesagt, ne, im echten Leben wird sowas ein bisschen anders gemacht. Aber da hat man auch ganz andere Möglichkeiten als jetzt hier im Spiel. Prima. Also wir haben es unfallfrei geschafft, was ich klasse finde. So, okay. Und dann können wir jetzt den LKW gleich mal kurz an die Seite stellen und nach einer Alternative suchen, wie wir diese ganzen anderen Steine möglichst unfallfrei zurückbekommen. Wir fahren einfach mal hier vorne rum. Ich glaube, das ist am besten. Das macht auch Sinn. Warnblinker machen wir einmal aus. Und ich überlege gerade immer noch, was die beste Möglichkeit wäre. Vielleicht hast du ja eine Idee, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Dann können wir das gerne beim nächsten Mal so umsetzen. Alternativ können wir natürlich die Baustoffe auch direkt zu dem Bauplatz bestellen. Dann haben wir das Thema natürlich nicht mehr, dass wir uns da Gedanken großartig zu machen müssen. So, okay.
Ja, es sind nämlich noch so einige Steine, die wir hier haben. Ich gucke einfach mal, was der Shop so Schönes hier für uns bereithält. Forstmaschinen, gut, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Oder Tieflader, schwierig. Diverses. Nein, das ist dafür nicht geeignet. So ein Anhänger hier, ja, kommt schon in die Richtung. Das wäre eine Möglichkeit, die ich tatsächlich gar nicht so schlecht finde. Aber wir gucken auch mal hier bei den Anhängern. Weil klar, das meiste, was wir hier an Anhängern haben, das ist dafür nicht geeignet. Das war was anderes hier. Ja, gute Frage. Sehr, sehr gute Frage, meine lieben Freunde. Ich würde tatsächlich sagen, wir überlegen uns das. Ihr schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie wir das Problem lösen können. Und ich würde dann in der Zwischenzeit schon mal hier anfangen mit den ersten Baumaßnahmen. So, das ist ja hier ein ziemlich großer Stein. Da werden wir jetzt Folgendes machen. Den müssen wir einmal umdrehen. Warum müssen wir den umdrehen? Damit wir den auch hier einsetzen können. So. Müssen wir natürlich jetzt Millimeterarbeit machen. So, der erste Stein ist gesetzt. Feierabend. Nein, so sieht das natürlich nicht aus. Ich würde das tatsächlich so im leichten Versetzverfahren machen. Also in so einem leichten Versatz. So, okay. Auch schon mal ganz gut. Huch, ach, wisst ihr, was ich gerade gemacht habe? Ich habe hier den Trigger ausgelöst. Der sorgt nämlich dafür, dass die Bahnbarken zurückgehen. So, wir können das gerne so machen, dass wir auf der anderen Seite auch parallel hier anfangen. So. Okay, prima. Dann bauen wir das einfach so leicht parallel. Ich hoffe, dass das Bauwerk dann auch so weit stehen bleibt und jetzt nicht ineinander kracht. Aber das kriegen wir schon hin. So. Sehr gut. Das gleiche machen wir hier vorne. Ich glaube, das zieht gleich ein Gewitter auf. Ziemlich am Donnern hier. Das immer so gedreht zu bekommen, dass es hier perfekt einrastet, das ist nicht so ganz einfach. Prima. Das ist schon mal ganz gut. Weil jetzt können wir nämlich Folgendes machen. Wir drehen das jetzt einmal nochmal um. So können wir das Ganze ein bisschen stabiler bauen. So, es sieht natürlich jetzt noch gar nicht so stabil aus, aber ihr habt es gerade gesehen. Ja? Das wackelt halt noch ziemlich hier. Wenn wir das jetzt aber hier einmal umdrehen, dürfte das deutlich stabiler sein, wenn ich es jetzt natürlich richtig eingesetzt bekomme. So, ihr seht, es ist auf jeden Fall stabiler. Wir können da jetzt mal ganz leicht mit der Baggerschaufel gegenfahren. Dann seht ihr, was ich damit meine. So, ihr seht, also klar, oben ist es jetzt nicht so stabil wie unten. Das hängt aber damit zusammen. Ne? Ihr seht es, das ist stabil. Also wie gesagt, das hängt damit zusammen, dass halt oben noch kein weiterer Schutz drauf ist. Und so können wir dann tatsächlich eine relativ stabile Konstruktion bauen. Also ihr merkt, ne? Da ist schon ein bisschen an Idee hinter und ein bisschen an Planung. Also wir haben hier bei der Insel Bauhof doch auch schon
ein bisschen was mit Realismus zu tun, aber nur ein bisschen. Gut, das hat auch sehr gut funktioniert. Jetzt würde ich tatsächlich sagen, machen wir einmal den Trick 17 mit der direkten Bereitstellung hier. Und dazu gehen wir nochmal hier drauf. Klicken auf Bauen. Auf Deko, Sonstiges. Jetzt seht ihr auch mal, wie ich hier aussehe. Sehr schön. So, okay, der Händlerbereich kann nicht verändert werden. Stimmt, das brauchen wir hier gar nicht. Richtig. Tja, wir haben halt Profis. Hier haben wir natürlich eine etwas größere Variante. Das kann man beispielsweise für Fenster oder sowas nutzen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir wollen hier ein Fenster hin haben, können wir das gerne so machen. So. Aber hier in dieser Struktur würde ich tatsächlich so weitermachen wie bisher. Dass alles schön stabil ist. Oder macht das Sinn, das hier vielleicht einzusetzen? Ja, wir können erstmal, wir können zwei davon kaufen und uns das dann einfach mal angucken. Ansonsten, ne, klassisch wieder drei hier. Drei hier. Huch. Oh, das ist umgekippt. Drei hier. Eins, zwei, drei. So, prima. Das sah doch gut aus. Aber dann können wir das jetzt hier einmal platzieren. Alles klar. Jetzt müssen wir mal gucken, weil jetzt haben wir nämlich ein kleines Problem. Hier können wir nämlich jetzt gerade nichts reinstellen, um das zusätzlich zu fixieren. Jetzt will ich noch mal ganz kurz gucken. Wir hatten doch hier auch eine etwas kleinere Version. Genau. Davon holen wir hier eine und noch eine zweite. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir switchen das alles ein Stein nach rechts. Das kommt auch ein Stein weiter. Und der kommt dann hier vorne rein. Ups. So, okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir können natürlich auch zur verbesserten Stabilisation das so machen. Okay, prima. Das kommt dann hier in die Mitte. Ah, noch ein kleines Stück. Sehr schön. Also ihr seht, das funktioniert schon mal ausgezeichnet. Jetzt machen wir hier parallel weiter und setzen das auch einmal mit hier rein. Dann kommt hier jetzt der Zweier. Na, das. Ich muss mal kurz gucken, dass das möglichst gerade da reingeht. Ist immer nicht so einfach. Jetzt geht's. Okay, prima. Dann kommt jetzt hier ein Viererklotz drauf. Super. Das schaut doch gut aus, meine lieben Freunde. Und jetzt machen wir einmal ganz kurz einen kleinen Test. Und zwar möchte ich gucken, ob dort jetzt so ein TLF ohne Probleme Platz findet. So. Dann gucken wir mal hoch. Motor starten. Das ist halt der Vorteil, wenn man direkt an der Feuerwache arbeitet. Man kann direkt gucken. Passt das oder passt das nicht? Weil so wie ich das jetzt hier gerade sehe, können wir hier theoretisch, rein theoretisch, vielleicht sogar zwei Fahrzeuge nebeneinander hinsetzen. So. Natürlich dann alles ein bisschen enger, das stimmt.
Aber ihr seht hier, ne, das klappt ohne Probleme. So, und wenn wir jetzt noch das zweite Fahrzeug dazu holen, können wir hier wirklich zwei Fahrzeuge unterstellen. Das ist sogar mehr, als ich dachte. Das ist krass. So. Dann parken wir dort einmal. Natürlich mit ein bisschen Abstand zu dem anderen Fahrzeug. Und ihr seht, wir haben hier die Möglichkeit sogar theoretisch zwei Fahrzeuge unterzustellen. Und das finde ich richtig, richtig cool. Das geht auf jeden Fall voll fit. Und ja, dann machen wir auf jeden Fall weiter. Und ich bin gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht, hier mit unserem Bauprojekt, mit dem Anbau der Feuerwache. Wenn dir das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Abonnieren nicht vergessen und ich wünsche dir dann noch einen schönen Tag. Dein Benni.